Hallo, mein lieber Skorpion, mein Name ist Siu und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Skorpion. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Die einzelnen Abschnitte dieser Legung sowie nähere Informationen zu meinen Legungen findest du übrigens unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Skorpione. Nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können, nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. So, mein lieber Skorpion, da brauche ich auch noch eine Karte und dann geht's schon los. Okay. Ich sehe hier hauptsächlich ein zwischenmenschliches Thema, das sich in dieser Legung sehr markant zeigt. Ja, da sehe ich eine Enttäuschung bezüglich einer Person, ja, der du bis dato offenbar vertraut hast. Hier sehen wir, diese Person ist dir in irgendeiner Art und Weise nahe gestanden. Also ich vermute, hier ist irgendetwas vorgefallen. Also du kannst in dieser Sache hier aktuell nicht wirklich einen klaren Gedanken fassen. Hier haben wir auch den Hinweis, dass es sich hier um eine einseitige Angelegenheit handelt. Das kann ja auch ein Geschäftspartner sein, ja, also behalte immer im Hinterkopf, wir schauen hier auf das gesamte Umfeld, Familie, Freunde, Partnerschaft, Bekanntenkreis, berufliches Umfeld etc. Ja, und ich sehe hier auch, dass du ja nach außen hin diese Enttäuschung auch nicht so wirklich zeigst. Ja, also das machst du hier mehr im Inneren aus und da beschäftigt es dich schon sehr. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was ist hier vorgefallen? Gehen wir mal in die Außenschau. Wir schauen uns ja deine Situation auch immer noch einmal von außen an, um uns hier einen guten Gesamtüberblick zu verschaffen. Und hier sehen wir, dass du mitten in einer Übergangsphase bist, ja? Es geht hier sehr viel darum, was wird jetzt losgelassen und was kommt zu mir oder wo möchte ich mich hinbewegen. Ja, und dieses Thema in dieser zwischenmenschlichen Verbindung, ja, das ist natürlich klar, dass das überschattet hier natürlich diese Transformationsphase. Ja, es ist die Frage, was hier geschehen ist. Ja, das weißt du natürlich besser als ich. Also es kann hier natürlich etwas vorgefallen sein, was dazu führt, dass man hier merkt, okay, hier geht es nicht weiter. Es kann natürlich auch eine kleinere Enttäuschung sein, ja, dass man hier vielleicht bestimmte Pläne hatte und diese Person dann sagt, ich habe ehrlich gesagt sagt nicht wirklich Interesse an diesen Plänen, ja, also dass es hier um eine konkrete Sache geht oder um diese Verbindung an sich. Also das weißt du natürlich besser als ich, aber diese Möglichkeiten bestehen hier. Wir schauen jetzt mal in die Blockaden, die sich hier aktuell zeigen. Was ist herausfordernd? Was ist blockiert? Beziehungsweise was blockiert hier dein Vorankommen? Dann würde ich sagen, gehen wir direkt in den zwischenmenschlichen Bereich. Vielleicht bekomme ich hier ein bisschen mehr heraus. Ich möchte hier direkt noch eine Information einholen. Okay. Also zum einen sehe ich hier bei manchen, dass diese Verbindung hier weiterhin bestehen bleiben soll, also dass es hier um ein konkretes Thema geht.
wo hier eine Seite nicht so wirklich Interesse hat an irgendeinem bestimmten Vorhaben. Bei einer anderen Gruppe sehe ich hier schon, dass man hier klar unterscheiden kann. Deshalb ist es auch sehr ratsam, im Anschluss an diese Legung noch einmal wirklich gut darüber zu reflektieren und das Ganze noch ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Ich sehe hier eben noch einmal diese Person. Diese Person hält hier auch irgendeinen Frust zurück oder hält hier irgendetwas zurück, was das Ganze hier vielleicht sogar erklären würde. Ja, das hat jetzt aber so gesehen nichts mit dir zu tun. Das ist irgendeine Last, die diese Person mit sich herumträgt. Und was ich hier auch sehe, ist, dass ja, dass dich das Verhalten dieser Person belastet. Ja, das kann jetzt sein, dass du hier vielleicht eben auch tatsächlich beleidigt wirst, kritisiert wirst auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Es kann aber auch sein, dass diese Person hier eher auf kühl schaltet und hier gar nichts wirklich Preis gibt, sondern eher mehr in die Stille geht, ja, also hier, ja, sich hier vielleicht eben bestimmten Aussagen enthält, ja, also dass du hier nicht so recht weißt, woran du hier bist. Also ich sehe, diese Person hat auch mit irgendeinem Thema zu kämpfen. Und dann haben wir hier eben noch den Hinweis, also bei manchen Personen ist das hier eine Art Prüfung dieser Verbindung, weil hier auch eine bestimmte Seelenverwandtschaft besteht, ja, also das sehe ich hier auch in den Blockaden liegen, also dass man hier gemeinsam eine Herausforderung meistert, und bei anderen sehe ich eben hier, dass durch diese Verbindung die Wahnverbindungen, also die Wahnverbindungen, damit meine ich ausgeglichene Verbindungen, Verbindungen auf Augenhöhe, hier eher blockiert werden, weil diese Verbindung sehr viel Raum einnimmt. Ja, also diese zwei Optionen zeigen sich hier sehr markant. Also das wird in etwa 50-50 sein. Das kannst du natürlich auch besser beantworten als ich, worum es hier geht. Dann schauen wir mal weiter. Hier ist ein Treffen blockiert. Vielleicht geht es ja auch um eine Aussprache, mein lieber Skorpion. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Da würde ich sagen, da holen wir uns gleich noch eine Information. Okay, also es geht hier um eine Aussprache und auch das ist hier aktuell blockiert, also vielleicht eben ob der Umstände, dass sich hier vielleicht ständig etwas querstellt, oder diese Person lehnt hier ein Treffen ab, ja, oder eine Klärung ab. Es kann auch sein, was hier natürlich auch sein kann, ist, dass jetzt diese gemeinsamen Pläne hier natürlich gescheitert sind und dich dieses Thema auch sehr stark beschäftigt. Ja, das ist natürlich auch sehr verständlich. Ja, ich möchte nur hinzufügen, weil das hier eine wirklich sehr spezielle Legung ist, solltest du dich in dieser Legung nicht wiederfinden, dann empfehle ich wie immer die Legungen zum Aszendenten oder zum Mond, da diese erfahrungsgemäß auch sehr passend sein können. Den Aszendent und Mond kann man online kostenlos berechnen lassen. Dafür braucht man das Geburtsdatum und den Geburtsort und die Geburtsurzeit. Genau das habe ich gemeint. Das findest du üblicherweise auf der Geburtsurkunde, für alle die das noch nicht wissen, um diese Frage gleich vorab zu beantworten. Jetzt kommen wir aber wieder zurück zur Legung. Jetzt gehen wir hier noch auf deine Ebene und ich sehe hier bei dir steht ein Neuanfang an, der ist sehr schicksalhaft, auf den bewegst du dich auch zu. Also so wie ich das hier sehe, ist das hier mehr eine temporär bedingte Blockade, die sich hier tendenziell durch eine Entscheidung deinerseits löst. Ja, ich meine, Entscheidungen nehmen dir Kartenlegungen zu keinem Zeitpunkt ab. Die triffst du final natürlich wie immer selbst, mein lieber Skorpion. Hier liegt auf jeden Fall ein Neuanfang oder ein Anfang, sich wie neu geboren fühlen. Und
Dieser Anfang ist dementsprechend eben sehr schicksalhaft, weil sich aus diesem Anfang sehr viele Möglichkeiten ergeben können. Ja, also das ist hier schon mal eine sehr, sehr schöne Ankündigung. Ich sehe hier auch, dass sich hier einige Dinge dann sehr rasch bewegen sollen. Also hast du hier offenbar aktuell auch das Gefühl, ein bisschen auf der Stelle zu treten. Das kann hier natürlich auch an dieser Übergangsphase liegen. Und ich sehe hier eben auch, hier ist irgendetwas giftig, toxisch, das hier eben hineinwirkt und diesen Anfang aktuell eben auch abbremst. Und das wird hier natürlich die Ausgangssituation sein, wo es hier eben um eine Enttäuschung geht. Wir schauen jetzt in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Da bleiben wir jetzt direkt hier auf deiner Ebene. Also das Universum sagt, es ist wichtig, dass du dir hier wirklich ganz klare Gedanken über diese Verbindung machst. Ja, also keine Angst davor. Es ist wichtig, dahin zu sehen, wo es nicht so gut läuft. Das heißt jetzt nicht, dass die gesamte Verbindung hier, wie ich vorhin schon gesagt habe, zum Scheitern verurteilt ist. Vielleicht geht es hier einfach nur um einen bestimmten Lebensbereich oder eben ein bestimmtes Vorhaben. Das Universum sagt, es ist wichtig zu erkennen, was dich hier so belastet oder was hier konkret das Thema ist. Gibt es hier noch mehrere Themen? Gibt es hier eine Vorgeschichte? Kommt man hier immer wieder zum gleichen Punkt? Ja, wiederholt sich das? Ist das hier vielleicht eine Art Teufelskreis? Ja. Ich bin mir hier nämlich nicht ganz sicher, denn ich glaube, bei manchen ist das hier eher eine Enttäuschung, die sich bis jetzt noch nicht gezeigt hat. Bei einer anderen Gruppe nehme ich schon wahr, da ist schon öfter etwas vorgefallen. Aber bei den meisten habe ich das Gefühl, dass das bisher noch nicht geschehen ist, also dass das hier eher neu ist in dieser Verbindung. Deshalb ist es wichtig auch zu erkennen, was ist hier das Thema? Und bei allen, wo sich diese Thematik wiederholt, da geht es dann natürlich um das Thema, wie kann ich aus diesem Teufelskreis ausbrechen? Da geht es dann eben darum zu erkennen, was der eigene Anteil daran ist. Ja, also was machst du immer gleich, ja? Also was wiederholt sich von deiner Seite aus, ja? Auf was, wo reagierst du beispielsweise ähnlich, ja? Das ist wichtig zu erkennen, denn wenn man erkennt, wo man gleich handelt, kann man natürlich auch relativ rasch erkennen, was kann ich anders machen, ja? Oder was kann ich an meinem oder wie kann ich vielleicht anders reagieren, ja? Denn das ist oft das Thema eben bei den Teufelskreisen, und wenn man einmal erkannt hat, was man verändern kann, dann geht es relativ leicht. Schauen wir mal weiter. Da möchte ich jetzt auch noch näher hineinsehen. Okay, also das Universum sagt, es gibt hier noch irgendetwas anderes, was es aktuell zu erledigen gibt, mein lieber Skorpion. Und das ist ja in den Hintergrund geraten. Und genau das ist jetzt aber auch wichtig, hier hinzusehen. Vielleicht ist das eine Erledigung, irgendetwas, das in deinem Kalender steht, ja, etwas, das ja geklärt werden möchte. Also ich glaube nicht, dass das hier mit dieser Sache zu tun hat. Das könnte hier irgendeine Frist sein, an die dich das Universum erinnern möchte. Das vielleicht gar nicht so viel Aufwand ist, wenn man das jetzt erledigt, aber im Nachhinein dann natürlich Schwierigkeiten bereiten könnte, ja. Da glaube ich aber nicht, dass du nur noch 5 Minuten Zeit hast, also bitte ruhig bleiben. Es geht hier eher um irgendetwas, das, wenn man es länger aufschiebt, dann natürlich ein Problem werden könnte. Das muss es aber nicht. Und das ist doch auf jeden Fall etwas, das du erkennen kannst. Ich meine, bei manchen kann es durchaus sein, dass diese Sache vielleicht eben auch mit dieser Verbindung zu tun hat. Wichtiger ist eben, dass du dich hier drum kümmerst, dass diese Sache hier bereinigt wird. Ja, vielleicht geht es ja auch um irgendetwas, das man
einreichen soll, fristgerecht beispielsweise, irgendetwas, das man abgeben soll. Also das nehme ich hier sehr stark wahr. Vielleicht geht es ja auch um eine Art Rückruf oder etwas zu beantworten, das für dich persönlich sehr wichtig ist. Und das Universum sagt, ist das bereinigt, dann löst sich hier auch die Blockade. Ob man sich hier dann trifft oder nicht, ja, das hängt jetzt natürlich von der Verbindung ab. Wenn diese Person hier prinzipiell, prinzipiell daran interessiert ist, sich mit dir zu versöhnen, ja, dann geht es hier vielleicht eher mehr um ein energetisches Thema, ja, dass hier Platz geschaffen wird, ja, indem eben diese Sache hier bereinigt wird, weil ja alles irgendwo immer zusammenhängt. Und hier dann vielleicht plötzlich die Möglichkeit entsteht. Und bei einer anderen Gruppe, wo es hier sehr schwierig ist in dieser Verbindung, da kann es dann natürlich sein, dass dich dieses Thema, beziehungsweise da geht es dann darum, dass dich das Thema nicht mehr so stark belastet, dass du hier für dich selbst auf einen grünen Zweig kommen kannst, was das betrifft. Ja, weil ein Treffen kann man natürlich so gesehen nicht erzwingen. Ja, und da sehe ich, wie gesagt, zwei Gruppen. Schauen wir mal weiter. Das Universum sagt, es ist hier wichtig, dass irgendetwas geschützt wird, ja, oder vielleicht geht es hier eben auch darum, dass man hier ein bisschen auf Abstand geht in dieser Verbindung, je nachdem, ob sie bestehen bleiben soll oder eben nicht. Das will natürlich wie immer auch wohl überlegt sein, ja. Das sollte keine leichtfertige Entscheidung sein. Also das glaube ich auch nicht, dass du hier leichtfertig entscheidest. Aber es kann sehr gut sein, wenn man sich hier vielleicht ein, zwei Wochen nicht sieht oder nicht hört, dass sich die Wogen glätten und man begegnet sich dann ganz anders und kann die Sache dann beispielsweise klären. Das Universum sagt, nimm hier ein bisschen Abstand für dich. Ja, das heißt nicht, dass du hier, ja, dass du mit dieser Person brechen sollst. Also das sehe ich hier auch so gar nicht. Es ist hier nämlich wichtig für dich, dass du hier ein bisschen Raum für dich schaffst, denn wir haben hier ja auch diesen Anfang liegen, ja, der für manche hier auch, denke ich, mit irgendetwas Beruflichem zu tun haben könnte, ja, also das ist ja ein Anfang, der für dich persönlich sehr wichtig ist und genau das wird hier auch freigespielt. Ja, also es kann natürlich auch sein, dass diese Person hier in gewisser Art und Weise einfach sehr präsent ist oder du dich vielleicht auch ein bisschen vereinnahmt fühlst. Ich meine, das sehe ich jetzt nur für eine kleinere Gruppe. Wichtig ist hier, wie gesagt, ein bisschen Abstand nehmen. Und bei manchen geht es ja auch darum, sich wieder mehr mit Kontakten zu umgeben, die auf Augenhöhe basieren. Und ja, bei anderen geht es ja einfach nur mal um ja ein bisschen Abstand voneinander nehmen. Das heißt auch nicht, dass man hier dann nicht miteinander sprechen soll, sondern einfach auch innerlich Abstand nehmen, damit du dich hier auch um andere Themen kümmern kannst, weil diese Verbindung hier wirklich einen extrem großen Raum einnimmt, ja, und hier andere Dinge einfach verdrängt werden, die ebenso sehr wichtig für dich sind. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Ganz zentral sehe ich hier Unterstützung liegen. Ja, das betrifft ja dieses Thema, wo das Universum sagt, mein lieber Skorpion, kümmere dich darum. Ja, also ich weiß jetzt nicht, was das ist. Das ist vermutlich irgendetwas, das, wo es bei den meisten um eine gewisse Überwindung geht, dass man sich dem Ganzen stellt. Ja, also vielleicht eben auch irgendetwas, wo du nicht so recht weißt, wie funktioniert das. Da sagt das Universum, es gibt hier Unterstützung. Das kann hier natürlich auch ein Expertenrat sein oder ein Expertinnenrat. Entweder geht es ja darum, dass sich diese Unterstützung von selbst zeigt, aber wenn du konkret weißt, um was es hier geht, ja, also wo du Unterstützung brauchst, dann ist das hier auch ein Hinweis, dass es hier darum geht, diese Unterstützung dann auch selbst anzufordern. Das kann jemand aus deinem Umfeld sein, wie ich vorhin erwähnt habe, oder eben es geht hier wirklich um eine
um jemanden, der hier professionell ausgebildet ist, ja, in dieser Sache, die du hier ein bisschen vor dir herschiebst, beziehungsweise die hier ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und diese Sache ist wirklich wichtig, mein lieber Skorpion, dass du dich hier zeitnah darum kümmerst. Das wird hier auch zu einer Entlastung führen, ja, denn das arbeitet hier im Hintergrund und belastet dich auf diese Art und Weise. Deshalb sagt das Universum, bring das hier hinter dich, erledige das, bevor es zu groß wird. Jetzt ist noch ein sehr günstiger Zeitpunkt. Und das soll hier eben auch, was diese Verbindung betrifft, hier offenbar etwas auslösen, das dazu führt, dass sich hier die Situation erleichtert. Auf deiner Ebene sehe ich, dass du hier, ja, dass du in deine innere Ruhe, in deine innere Mitte zurückfindest. Ja, da geht es um dieses, um die Thematik, was ist jetzt hier konkret los in dieser Verbindung? Was belastet dich hier? Was ist hier vorgefallen? Ist das öfter geschehen oder ist das hier eher etwas Einmaliges? Denn das ist auch sehr wichtig hier für die Klärung, also wenn es hier zu einem Gespräch kommen sollte, ja. Und bei manchen geht es ja eben tatsächlich um eine Aussprache. Und diese Unruhe, die wir hier zu Beginn der Legung gesehen haben, die sehe ich hier in der Tendenz komplett verschwunden. Wichtig ist, wie gesagt, auch sich hier wirklich damit zu befassen, eben auch dieses Thema zu isolieren, ja, denn es ist nicht die, es ist hier nicht die gesamte Verbindung negativ. Also ich glaube, das ist hier irgendein Thema bei den allermeisten, ja, das hier geklärt werden möchte. Ja, dann gehen wir hier noch auf die Ebene des Umfeldes und hier sehe ich, dass hier eine Entscheidung anstehen wird. Ja, also du wirst dich hier offenbar zwischen zwei Wegen entscheiden. Das kann hier natürlich auch mit der Übergangsphase zusammenhängen. Ja, dass es hier generell auch darum geht, dass hier bestimmte Dinge losgelassen werden, damit das Neue kommen kann. Und irgendeine Entscheidung steht hier an. Die sehe ich aber auch in Verbindung mit diesem Anfang, der sich hier zeigt. Ja, also dieser schicksalhafte Anfang, den wir hier haben. Und wichtig, um diese Entscheidung treffen zu können, ja, ist eben auch, dass du hier einen freien Kopf hast. Deshalb ist ein bisschen Abstand hier ganz hilfreich, ja. Das hängt jetzt auch eben davon ab, lebst du mit dieser Person zusammen oder nicht, ja, denn wenn du mit dieser Person zusammenlebst, dann geht es ja eben auch darum, dass man sich hier vielleicht Freiräume schafft, um mal auf klare Gedanken zu kommen, ja, bei anderen ist es so, dass man hier nicht zusammen wohnt, wo das natürlich wesentlich einfacher geht. Ich sehe hier jedenfalls eine klare Entscheidung auf dich zukommen, du wirst hier ganz genau wissen, wie es weitergeht, ja, und oder was hier vielleicht losgelassen wird. Und diese Entscheidung kann dann auch sehr zeitnah gefällt werden und führt eben dann natürlich auch zu einer gewissen Erleichterung. Ja, eine spannende Legung, mein lieber Skorpion. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.